Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Thomas Ackermann und freue mich, Sie zur Einführung in das Zauberwürfel-Mathematikseminar begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Sicher hat jeder von Ihnen schon einmal einen Zauberwürfel in der Hand gehabt. Oder hat sich vielleicht sogar schon länger damit beschäftigt. Ich habe Ihnen heute trotzdem noch mal einen mitgebracht. Da ist er schon. Zuerst kurz ein paar historische Daten zum Zauberwürfel. Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kam der, also so um 1970 herum, kam der ungarische Architekturprofessor Erno Rubik auf die Idee zum Zauberwürfel. Welcher sich 1975 in Ungarn patentieren ließ. Ab 1978 ist der Zauberwürfel im Spielzeughandel erhältlich. Und zwar zunächst in Mitteleuropa, später auch in den USA und dem Rest der Welt. Dass der Zauberwürfel ein enormer Erfolg ist als Spielzeug, das zeigt, dass er in den ersten 3 Jahren mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurde. Um 1980 herum wurden dann auch die Mathematiker auf den Zauberwürfel aufmerksam und ihr Interesse hält eigentlich bis heute an. Was macht den Zauberwürfel für Mathematiker so interessant? Und was ist der mathematische Gewinn, wenn man sich mit dem Zauberwürfel beschäftigt? Ich will Ihnen zunächst einen groben Eindruck davon vermitteln. Zauberwürfelmathematik. Der Titel unseres Seminars steht für die beiden Welten, mit denen wir es zu tun haben werden. Auf der einen Seite ist der Zauberwürfel ein Spielzeug. Man kann es anfassen, man kann mit ihm spielen, man kann es begreifen. Das ist ein Objekt der Realität, der realen Wirklichkeit, also ein reales Objekt. Auf der anderen Seite steht die Mathematik. Welche man nicht in die Hand nehmen kann, die nur in unserem Denken existiert, also ein abstraktes Objekt ist, eine abstrakte Theorie. Was hat der Zauberwürfel mit Mathematik zu tun? Und umgekehrt, was hat die Mathematik mit dem Zauberwürfel zu tun? Nun, zunächst weiß jeder, der einen Zauberwürfel schon einmal in der Hand gehabt hat oder sich länger damit beschäftigt hat, dass die Beschäftigung mit dem Zauberwürfel in enormem Maße das räumliche Vorstellungsvermögen fordert und fördert. Und das war auch die ursprüngliche Intention von Herrn Rubik. Er wollte ein Lehrmaterial entwickeln, erfinden,
welches er seinen Studenten an die Hand geben kann, damit die ihr räumliches Vorstellungsvermögen schulen. Betrachten Sie nochmal das Schaubild nebenan. Dann werden wir auch im Laufe unseres Seminars, dann wird da daraus klar, dass wir mit Hilfe der Mathematik ein kleines Stück der Wirklichkeit, nämlich den Zauberwürfel, beschreiben. Und das ist eine Modellbildung, die wir hier durchführen. Diese Modellbildung ist lehrreich, selbst für Studenten der Fachwissenschaft Mathematik, weil diese in der Fachwissenschaft im Universitätsstudium oft vernachlässigt wird. Und der dritte wesentliche Punkt ist, dass mathematische Begriffe und Sätze, die sonst sehr abstrakt sind und wenig einprägsam am Zauberwürfel anschaulich werden. Also beispielsweise Begriffe aus der Gruppentheorie und aus der Geometrie, wie zum Beispiel Permutation, Kommutator und so weiter. Nach diesem groben Eindruck möchte ich anhand von Leitfragen Ihnen einen Überblick über den Inhalt des Seminars vermitteln. Zunächst werden wir uns natürlich mit den möglichen Mustern auf dem Zauberwürfel des Zauberwürfels beschäftigen. Wir werden uns fragen, wie viele verschiedene es davon gibt. Kann man diese berechnen, die Anzahl? Wir werden uns stark für den Zusammenhang Scheibendrehung, Zugmanöver und Muster auf dem Zauberwürfel interessieren. Und uns interessiert, ob es einfache Scheibendrehungen gibt. Ja, wir werden auch Kriterien für das Wort einfache in diesem Zusammenhang aufstellen. Wesentliches Ziel unseres Zauberwürfelseminars ist, nach dieser Vorarbeit eine einfache Strategie zu entwickeln. Einfache Strategie, den Zauberwürfel zu lösen. Lösungsstrategie heißt, wenn ein Zauberwürfel in ungeordnetem Zustand vorliegt, ihn wieder in den geordneten Zustand zu überführen. Es versteht sich von selbst, dass dieses Seminar, das Studium des Zauberwürfels, nur gewinnbringend sein wird, wenn Sie einen Zauberwürfel vorliegen haben. Sie brauchen deshalb mindestens einen Zauberwürfel. Ja, das ist der 3 Kreuz 3 Kreuz 3 Zauberwürfel. Und damit wir über die Farben sprechen können, am besten in der Original-Rubik-Farbgebung.
Jeder, der ihn kennt, weiß, dass dann die rote Seite gegenüber der orangenen Seite liegt, die weiße Seite gegenüber der gelben Seite und die blaue Seite gegenüber der grünen Seite. Zum Schluss unserer Einführung habe ich Ihnen die zugrunde liegende Literatur zusammengestellt. Es ist nicht sehr viel. Sie sehen das. Dabei wird hauptsächlich für unser Seminar wichtig sein, das Buch, das erste Buch von Frey und Singmaster, Handbook of Cubic Math, relativ neu. Das ist eine Wiederauflage des Klassikers von Herrn Singmaster zum Rubikwürfel, welches in den 80er Jahren erschienen ist. Das zweite Buch von Herrn Joyner ist mehr mathematischer orientiert, Sie sehen es schon am Titel, und trägt auch die mathematischen Hintergründe zum Zauberwürfel zusammen und beschäftigt sich nicht nur mit dem Zauberwürfel. Dann haben wir den deutschsprachigen Artikel vom Herrn Hofstadter und das einzige deutschsprachige Buch ist das Buch vom Herrn Bandelow. Leider vergriffen, leider wird es nicht mehr aufgelegt, aber vielleicht können Sie das käuflich irgendwie mal im Antiquariat erwerben oder schauen Sie mal, ob Sie es in der Bibliothek ausleihen können. So, ich hoffe, dass ich mit dieser kurzen Einführung Ihre Neugier, Ihr Interesse am Zauberwürfel und an den Zusammenhängen Zauberwürfel und Mathematik wecken konnte. Ich bin Thomas Ackermann und freue mich, wenn Sie mich wieder besuchen.